Guten Tag. Ja, sagt die Lehrer. Nicht, aber ich bin ein Wicht. Naja, vielleicht auch nicht. Lalalala. Ja, hier sind wir in Ägypten. Wohlgemerkt in Ägypten. Weg. Nimm, was dir zusteht, Lara. Spring hoch. Oder auch nicht. Ein Moment. Nein. Wie ziehe ich die Waffe? Waffen ziehen. Wie ziehe ich die Waffe? Ein Moment. Waffen ziehen. Wie konnte man Waffen ziehen? Lalala. Ja! Denkt bitte nicht, dass ich jetzt die Steuerung jedes Mal wieder vergesse, aber ich habe sie mir einmal selber ein bisschen umgestellt. Ich habe nicht die Originalsteuerung, die vorgegeben ist, nach dem Spiel, nach der Spielinstallation, sondern ich habe mir eine eigene gemacht. Und ja. Deswegen muss ich da erstmal. Ja, ja, genau. Pack weg. Kann man hier? Nee, kann man nicht. Ich weiß ja nicht, ob man hier schon irgendwo. Der ist schon da hinten hingegangen. Naja. Also außer Spinnenweben sehe ich jetzt nichts Grandioses. Es sei denn, man kann hier dran entlangklettern, was man nicht kann. Deswegen erübrigt sich das gerade wieder. Und wir gehen einfach mal zu unserem. Uiuiui. Zu unserem, ja. Wie hieß er noch? Grimaldi, genau, Grimaldi. Ja. Hier scheint echt nichts mehr zu sein. Oder? Bleib nicht in der Kuhle hängen, genau. Nein, Lara! Genau. Wir wissen, dass du es kannst. Wir wissen, dass du es total drauf hast, aber hilft alles nichts. Ah. Wenn das nicht mal geil ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, genau. Das ist auch immer so geil, wie sie einfach so ganz trocken diese Fackeln hinwirft, wie so eine Umweltsünderin. Tja. Das hat mir Leben abgezogen. Aber naja, das ist mir wert. Das ist mir wert. So. Lalalala. Wo müssen wir? Wir müssen jetzt immer weiter runter, glaube ich. Aber irgendwie habe ich so. Ich weiß nicht. Könnte sich ja noch irgendwas vor mir verstecken. Das ist irgendetwas wagt. Oder irgendjemand wagt, sich hier überhaupt zu verstecken. Ja, irgendetwas wahrscheinlich eher. Ich glaube nicht, dass es hier noch irgendwelche. Außer Milben vielleicht. Und Kakerlaken und Kellerasseln und Skorpionen. Und Grimaldi und mir ist, glaube ich, keiner hier. Das reimt sich. Ja. Geht's auf jeden Fall steil runter. Lalalalala. Evil. Bist du weg? Nein! Ach, die tun mir irgendwie leid, die Viecher. La 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 la. Lalalalala. Du bist doch tot, oder? Ja, du bist nicht mehr da, deswegen bist du tot. Einfach tot. Mit D, tot. Du bist einfach tot. Tja, und es ist steil, aber sie kann sich trotzdem festhalten. Und da kommt man her, das sieht ein Blinder mit Krückstock. Und ich, obwohl ich kein Blinder mit Krückstock bin, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja, jetzt wird es wieder zu wissenschaftlich, deswegen lasse ich das mal lieber. Ach so, ja gut, okay. Machen wir das so, war natürlich so geplant, ja.
Ein Sekret! Manche nennen es auch Secret, aber ich nenne es Sekret. Lara. Ich hab Angst zu schießen. Ah. Sie guckt aber immer so schön grimmig dabei. Müsst ihr mal drauf achten. Na gut, jetzt sehen wir in ihr Inneres. Wie wir sehen, ist sie eine hohle Person. Sie hat kein Herz. Sie hat überhaupt für gar keinen ein Herz. Noch nicht mal für Grimaldi und für sich selber wahrscheinlich auch nicht. Gehirn sowieso Fehlanzeige, ja. Sie besteht nur aus einem, ja, sehr stark ausgeprägten Schießtrieb. Ich glaube, wenn ich mich hier jetzt ja auch aufhalte, tagelang und immer nach allen möglichen Geheimnissen suche, dann dauert das Spiel 300 Parts. Und das muss ja nicht wirklich sein, irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich weiß übrigens nicht, also ich sehe es gerade auf Vollbild, ich weiß nicht, wie ihr das hinterher sehen werdet, weil ich habe schon in den anderen vorherigen Spielen in meiner Spielsession vorhin erklärt, sprich Shade und James. Also ich spiele ja mal Shade, James, Tomb Raider und danach GTA, also gleich kommt GTA dran. Und ja, da ist es so, dass ich im Prinzip die Auflösung meines Monitors umgestellt habe und ja, quasi versuche eventuell mal HD-Videos aufzunehmen. 1280x720 Pixel. Und das hat bis jetzt ganz gut ausgesehen, also es hat echt was hergemacht. Nur hier konnte ich jetzt nichts wirklich umstellen. Hier kann man keine große Grafik umstellen, weil das Spiel ist von 1999, mein Gott. Und es ist überhaupt schon ein Wunder, dass es hier auf Windows 7 läuft, deswegen auch mit ein paar Tücken, ja. Vielleicht. Aber, oh, falsche Seite. Ja. Es ist besser. Und ich glaube, ja, einen Moment, kann man hier irgendwie, kommt man hier in Optionen rein? Nee, ne? Verdammt nochmal. Shit. Ich muss mal irgendwie gucken, was die Schnellspeichertasten für, fürs, ja, die Schnellspeichertaste für Schnellspeichern. Ja, Dave, wir haben es raus. So, ein freundlicher Zuschauer hat mir übrigens geschrieben, wie ich eine Hechtrolle machen, einen Körper machen könnte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war, aber ob man dafür auch eine gewisse Höhe braucht vom Sprung her. Ich probiere es jetzt noch einmal aus hier. Ich weiß jetzt nicht, wo der Fackelmann hin ist, aber ich vermute mal, dass der da unten rein ist. Ich versuche das, glaube ich, das nächste Mal, wenn wir Wasser hier haben. War hier noch irgendwas? Oh, was ist denn hier los? Da ist auf jeden Fall Medipack, das sehe ich. Ja. Liegt das an meinen Einstellungen vom Aber ich habe hier gar nichts eingestellt, großartig. Das kann ja eigentlich nicht sein. Je nachdem. Naja. Wofür gibt es hier überhaupt dieses Ding, wenn man hier nirgendwo hinspringen kann? Man kann doch auch so da reingehen. Warum muss man dann? Verstehe ich nicht. Ja, ist okay. Springen davor. Yay! Fackelman. Grimaldi. Ja, hier bin ich, genau. Da bin ich und du fackelst mich gerade ab und da kommen. Skorpione, die mich nicht abfackeln, aber abfacken. Wenn ihr versteht, was ich meine. Kann ich dich eigentlich auch abballern? Na, ich will es nicht versuchen. So fies bin ich ja dann doch nicht. Ach ja, genau. Hier muss. Das Ding öffnet sich natürlich nur durch einen bestimmten Mechanismus. Geht ja nicht anders. Ich glaube, da vorne war nichts drin in diesem hier, wenn ich mich recht entsinne. Hier kann man reingreifen in die Dinger und da sind manchmal ganz tolle Sachen drin. Zum Beispiel. Weiß ich nicht. Ja, pack die Dinger weg. Lara. Ach, jetzt musst du wieder Millimeter genau davor stehen. Ja, genau.
Ja, und man sieht natürlich auch schön, ich zeige gerade mal einen Finger da drauf, dass ihr es natürlich wieder nicht sehen könnt, wie sinnvoll, dass der Sand natürlich von selber, von unten nach oben kommt und die von den Seiten, die Einströmungen vom Sand natürlich im Leeren, ja, aufhören, in der Luft quasi. Ja. Pock. Lara. Hier will sie auch gar nicht. Hier kann man drücken, wie man will. Da sagt sie sich, ja. Warum sagt sie da eigentlich nicht No, wenn es nicht geht? Eigentlich müsste sie No, No sagen. Ach, ich beömmel mich da immer. Also wenn sie irgendwann in diesem Spiel mal No sagen sollte, und das wird sie sagen, ein Maybach, dann werde ich mich sowas von beömmeln, wenn es eine gute Situation ist, weil ich muss da jedes Mal drüber lachen. Ich kann mir einfach nicht helfen, tut mir leid. Da geht's runter. Lara, da geht's runter, sage ich. Ja, da geht's gegen die Wand. Da geht's nochmal gegen eine Wand. Hier geht's runter. Wie war das noch mit dem Rennen, wenn man um Ecken laufen will? Nicht gut. Nicht gut. Wie der Russe sagen würde, nicht gut. Mit deutschem Akzent. Nee, der deutsche mit russischem Akzent. Oder andersrum, ich weiß es nicht genau. Nicht gut. Jedenfalls. So. Was haben wir da? Ein Okular. Was haben wir da? Ein Okular. Ja. Der reimt sich auch, obwohl das alles immer Zufall ist bei mir. Nein, ich plane das natürlich minutiös vorher ein. Was ich genau sagen kann, jedes Wort ist einstudiert, auch jeder Versprecher natürlich. Zum Beispiel genauso wie bei den Ärzten, also bei die Ärzte, man beugt den Artikel ja nicht, mit all ihren schönen Ansagen auf der Tour immer, ist natürlich auch alles einstudiert. Nein, das ist klar. Das ist, Grimaldi, mach mal hin, ich glaube, ich spinne. Du brauchst lange. Da wird mir Angst und Bange. Es ist unbelievable. Ja, ja. Hier kann man... Ah, ich habe schon fast gedacht vorhin, dass ich genau diesen Raum übersehen habe. Der ist ein bisschen fies irgendwie gemacht, finde ich. Aber ich meine, es wäre ja kein Teil eines Tomb Raider Spiels, wenn es nicht fies wäre. Und es kommt von Core Design natürlich. Ich guck mal eben auf den Timer, wenn Lara schon nicht will, wie ich möchte. Ja, ich glaube, das lohnt sich nicht mehr wirklich. Ich glaube, hier speichern wir einfach mal ab und machen Finito for today, ja. Hier kommen wir hinterher weiter. Ah, jetzt, einen Moment. Sagt sie nicht? Sie sagt nichts. Sie sagt einfach nichts. Da wird sie schon fast grantig und zieht wieder die Waffen. Es reicht allein schon, wenn man ihren Namen sagt. Lara? Oh. 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 Lara? Nein. Nein. Lara? Lass mich in Ruhe. Lara? Lara? Pack die Waffen weg. Dankeschön. Geht doch. Man muss nur wissen, wie man mit ihr umspringen muss. Umspringen, vielleicht im Sinne von draufspringen, ja. Jeder hat da so seine eigenen Rezepte. Ja gut, haben wir wieder was gelernt. Nämlich, dass, ja, ganz kleine Skorpione teilweise richtig evil Gegner sein können, ja. Evil, evil, Knievel, sag ich nur. Und unser Grimaldi uns immer einen Schritt voraus ist, ja, weil er natürlich den Weg kennt. Er war hier natürlich schon 10.000 Mal vorher drin. Er ist ja Fremdenführer und er hat hier schon ziemlich viele Leute durchgeführt. Ja. Das könnte man jetzt auch irgendwie pervers interpretieren, fällt mir gerade ein. Obwohl, ich lasse es mal sein. Ausnahmsweise mal. Auf jeden Fall, ja, recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Da drehen wir uns im Kreis. Tja, wir drehen uns im Kreis mit unseren Aussagen. Und deswegen sage ich auch einfach mal recht herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.